Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldadum zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Da haben wir direkt mal einen Team Skullrüpel, der uns herausfordert am Beginn des Parts. Na, zeig mal her, was hast du für ein Pokémon? Ein Zubat. Naja, das war auch wieder klar. Los, Izzy! Ja, im letzten Part haben wir uns ein bisschen gestylt. Sieht mal richtig nice aus für den Kampf. Mit Schmarotzer werden wir das Zubat doch besiegen können. Viel wird es nicht brauchen, um es zu besiegen. Um Team Skull in die Schranken zu weisen. Vielleicht noch einen Schnabel. Jetzt mal mit dem Schnabel drauf picken. Viel mehr wird es aber auch nicht benötigen. So. Naja, doch ein bisschen noch. Ich kann ja nochmal Schmauz einsetzen und war es das auch hier. Erstaunen kann das Zubat. Naja, mich erstaunt das nicht. Einmal noch Schmarotzer hier. Das erstaunt mich aber jetzt sehr, dass ich jetzt nicht einsetzen darf. Na komm, einmal noch Schmarotzer, na hast du's. Easy, komm. Streng dich an. Streng dich an, Kleines. Du kannst das. Schmarotzer. Komm, 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 was tust du denn? Komm, mach schon. Mach. Sieg ist Schmarotzer. So, haben wir es dem Sky mal wieder gezeigt hier. Easy Pupisi haben wir den besiegt. Easy, ja, Easy Pupisi erreicht Level 9. Easy, meine Kleine. So, Bender erreicht Level 8, dank IP-Teiler. Team Sky-Rüppel wurde besiegt. Echt jetzt? Das war's schon. Zwangfee gewinnt 288 Punkte und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Team Skullrüpel Nummer 1 hervor. Gegen Team Skullrüpel 2 noch kämpfen müssen, das weiß ich nicht, werden wir herausfinden. Du hast es mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang von Pokémon bist. Hey Bro, tun wir so, als wäre das nie passiert. Lass uns lieber die Bege machen. Ihr blöden Inselwirtschaftsanzeichen brauchen wir eh nicht, die wollen wir nicht mal geschenkt haben. Ach, die Flaschen hier. Team Sky hat so wohl zu viel Freizeit. Nur weil sie ihre Inselmannschaft nicht geschafft haben, stören sie die von anderen. Ich war schon am Hafen und habe alles ins Meer hinausgebrüllt, was mir auf dem Herzen lag. OP, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst. Als nächstes sollte ich mich vielleicht ein paar Herrscher-Sticker schnappen. Ich kann nicht mehr lesen. Jetzt fängt was, kann ich mehr lesen. Also dann, man sieht sich. Ist natürlich perfekt für einen Pokémon-Part, dass ich nicht mehr lesen kann. Was für ein netter Kampf gegen Team Skull. Gut gemacht. Und den Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Och, das ist ja wirklich... Das ist aber wirklich, ich bin gerührt. Was das für eine Aktion. So viel Dank habe ich doch nicht. So viel Dank habe ich doch nicht verdient. Das ist doch, nein, bitte nicht. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Lehrerin. Jetzt musst du nur noch mir beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich gewachsen? So mittelmäßig. Also irgendwas zwischen Ja und Nein, aber ich würde es ja sagen. Ja, doch. Kann man machen. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Team Elimar. Und gleich der nächste Kampf. Ja, ich hoffe, der wird ein bisschen härter als der von Team Flair, Quatsch, von Team Skull. Ja gut, kann man ja nur erwarten. Team Skull war jetzt ein bisschen lasch. Los, Izzy! Gib trotzdem dein Bestes. Auch wenn mein Junior Level 10 ist.
Was heißt trotzdem? Gerade deshalb soll es dein Bestes geben hier. Deckel von Mangunio. Okay. Das haut ordentlich rin. Das haut aber auch ordentlich rin. Ja. Ja, ja. Gut, gut. Deckel, hoffentlich halte ich das aus. Na komm, im roten Bereich. Ja, nice. Schmarotzer. Mach es alle. Ja. Spitze. Das war auch schon ein mega Start in den Part hier. Und ein mega Start in den Kampf. Gegen, ja, die Captain Elima. Die gibt wahrscheinlich sowieso nicht alles. Die hat die Hälfte ihrer Pokémon auf die Box gelegt, aber ja. Fabigel. Und ich würde sagen, Easy kämpft weiter, oder? Nein. Wir müssen noch die anderen Teammitglieder trainieren. Wer ist denn mit Lea? Die soll auch mal kämpfen. Lernen. Lea Level 9. Aber in den Kampf. So. Tickel. Bats. Kannst du nur einen Tickel oder was? Hast du noch anderes zu bieten oder was? Da kann ich nur Biss einsetzen. Und hoffen, dass ich jetzt nicht von Tickel besiegt werde. Ja. Einmal Biss hier. Soll die Mods auch noch was dazu geleistet haben, die Lea. Okay, ich tausche mal lieber auf Ben. Der ist zwar noch schwächer. Muss auch was abkriegen hier vom Kampf. Soll den Kampf auch mal sehen. Fabige setzt Tackle ein. Hoffentlich erledigt es mich nicht auf einmal. Sehr schwach, der Ben. So. Ja, Kratzer. Da kannst du nur an der Oberfläche kratzen, wenn überhaupt. Nein, kann er nicht. Wurde besiegt. Mist. Naja, mal im hohen Gras trainieren oder was. Dann du halt, Hoodie. Ab in den Kampf. Einmal Blattwerk und dann haben wir's. Nicht. Nein, 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 nein. Das wird nichts mit einer Attacke. Na komm. Okay, ja, das ist ein bisschen. Oh, das habe ich anders gedacht. Okay, gut. Gegen Pflanzen-Pokémon. Ah, ich habe Angst. Hat keine Wirkung. Oh, toll. Schön. So sind wir also hier. Wir haben einen Trank auf Zwergenfees. Hundi. So, wurde aufgefrischt. Glut. Ja, nice. Da habe ich ja genau das richtige Pokémon hier gerade im Kampf. Noch ein Trank. Komm, das sieht doch gut aus. Das kriegen wir doch hin. Das kann man machen. Kriegen wir hin. Ich habe gesagt, wir sind bereit. Dann sind wir auch bereit. Wir sagen, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Vor allem das bin ich. Glut. Bin sehr, sehr breit. Blattwerk. Na komm. Noch einmal können wir es machen. Dann haben wir es besiegt, das Fabike. 5 Tränke haben wir noch. Werden die reichen für diesen Kampf? Oha. Ist jetzt auch ein Trank. Das kommt überraschend. Ja gut. Dann musst du umtaktieren und muss auch Izzy mal einen Trank geben. Izzy könnte sehr hilfreich sein in diesem Kampf. Sie aufgefrischt. Okay, noch einen Schlag von Hoodie. Warte. Einmal Trank auf Izzy und dann. Ja, okay. Hoodie noch einen Trank hier. Auffrischen. Bis zum geht nicht mehr. Ja, die Tränke halten auch nicht mehr viel. Sind schon langsam stark genug für Supertränke. Ja, kann ich nicht ewig einsetzen. Die Tränke gehen alle. Die Tränke gehen wirklich alle. Kann ich nicht ewig drauf hoffen. Auf die Kraft von Tränken. Auf die volle Power. Ich werde jetzt, glaube ich, gleich besiegt sein, aber einmal Blattwerk. Darf ich noch einmal draufhauen? Komm, bitte. Bitte gönn's mir. Einmal Blattwerk. Na komm, zack. Ja, und den Rest macht Izzy. Nee, den Rest macht Izzy. Hau rein. Hoodie ist am Boden und besiegt. Na komm, Izzy. Jetzt darf sie natürlich keinen Trank mehr einsetzen. Die Captain. So, Izzy. Volle Möhre mit Schmarotzer. Auf die Rübe. Na komm. Schmarotzer. Mach's alle. Nice.
Dankeschön, mein Team. Ihr wart wieder spitze. So. Das Level ist verdient. Ihr erreicht Level 10. Ein paar Erfahrungspunkte. Und Captain Edelmann besiegt. Nicht schlecht. Die Runde geht an dich. Zwergenfee gewinnt 1320 Punkte und geht siegreich aus dem Kampf gegen Edelmann hervor. Du bist... Nein. Du und seine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte leg unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie Elimas Prüfung. Du findest die Höhle hinter der Route 2. Dein Rotom-Pokédex zeigt dir an, wo. Also dann, Alola. Alola. So, dann gehen wir mal zum Hafen. Weil hier gibt es auch einen Hafen. Dort haben wir in Pokémon Sonne gegen Elimar gekämpft. Was wird hier passieren? Hoho, die Hafen. Okay. Dann schauen wir uns mal im Hafen um. Und da gibt es direkt mal einen Sticker. Einen Herrscher-Sticker. Da waren schon vier. Und ein Item. Supertrank. Ja, haben wir gerade von geredet. Da haben wir es auch schon. Sochen, Popochen. Dann haben wir hier lauter Trainer, die wir ansprechen können. Das Meer der Alola-Region ist groß und weit. Aber die Fähre transportiert dich mit atemberaubender Geschwindigkeit zur Nachbarinsel. Na denn. Sol! In Solfell, oder wie hieß das Ding? Das Wichtigste ist die Verteidigung. Wenn du das Item X-Abwehr einsetzt, sinkt der Schaden durch gegnerische Angriffe. Hier hast du dein Exemplar. Sieh zu, dass du es einsetzt. Ich sehe schon einen Herrscher-Sticker. Seht ihr auch einen Herrscher-Sticker? Ich sehe einen Herrscher-Sticker. X-Abwehr wurde in der Itemstasche verstaut. X-Abwehr erhöht den Verteidigungswert deines Pokémon um 2 Stufen. Damit wird hier Angriff abgemildert. Es kommt auf die Kraft des Angriffs an. Man muss das Item X-Angriff nutzen, um seinen Gegner zu bezwingen, bevor er einen Kampf unfähig machen kann. Hier, ich gebe dir ein Exemplar ab. Setz es auf jeden Fall hin. Hörst du? Du erhältst das Item X-Angriff. X-Angriff wurde in der Itemstasche verstaut. X-Angriff erhöht den Angriffswert eines Pokémon um 2 Stufen. Damit haut es jeden Gegner um. Ja, gib mir den Sticker. Nummer 5. Der Herrscher-Sticker. Na den. Einmal im Hafen umgucken. Und hier sieht es auch ganz super aus. Was kann man hier kaufen? Oh, ein Kunde. Willkommen. Sieh dir nur den Souvenirs an. Mehr kannst du dir ohnehin nichts tun. Denn keine der Waren steht zum Verkauf. Ach, das ist natürlich nice. Ich kann mir die Waren nur angucken. Kaufen kann ich sie natürlich nicht. Getränkeautomat ist außer Betrieb. Auch Getränke kann ich kaufen. Muss verhungern und verdursten. Ja, schöner Laden hier. Du hier. Es tut mir fürchterlich leid, aber momentan ist der Fährenbetrieb wegen einer Inspektion eingestellt. Ja, also ich halte mal kurz fest, wofür dieser Laden hier zu gebrauchen ist. Man kann damit nicht einschicken und man kann nicht mit Schiffen woanders hinfahren. Man kann im Souvenirshop nichts kaufen. Der Getränkmarkt ist auch außer Betrieb. Ihr seid echt ein nicer Laden. Also kann ich nur weiterempfehlen, diesen Laden. Ist wirklich ein cooler Laden. Muss man mal besucht haben. Also spitzenmäßig hier. So wie du aussiehst, wollen dich alte Damen bestimmt ständig in die Wangen kneifen. Oh ja, das tun sie bestimmt. Das tun sie bestimmt. Bei dieser Dame hier. Und das Polizeirevier. Hey, pass auf dich auf. Pass auf, ich gebe dir einen Tipp vom Trainer zu Trainer. Wenn du es mit starken Gegnern zu tun hast, dann gibt dein Pokémon bestimmte Items zum Tragen. Das erhöht nämlich ihre Statuswerte. Danke, Herr Polizist. Danke, Mister, für den Tipp. Da steht eine Puppe von Granbull, dem beliebten Pokémon mit finsterer Miene. Okay, Herr Polizist. Ich weiß zwar nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist es immer friedlich. Leute hier haben bestimmt Angst, von den Schutzpatronen bestraft zu werden. Und wozu gibt's dann euch als Polizei, wenn es hier immer friedlich ist?
Und wozu hat man euch dann zum Knöllchen verteilen und Strafzettel schreiben? Oder was? Und was macht ihr denn? Was macht ihr denn so von Beruf, wenn es denn hier nur Frieden gibt? Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist ein Herrschersticker. Hol ich mir direkt mal ab. 6 Herrschersticker habe ich schon. Das wird immer mehr. Es werden immer mehr Herrschersticker. Bis 1000, bis 2000, bis 3000, bis 5000 und 100.000 und 1 Million Sticker habe. So, und was bist du? Bist ein Marschock, aber was machst du hier? Alola, Fotoclub. Änderungsfotos für die Ewigkeit. Mascho! Darf mich wohl nicht reinlassen. Ein Schild, auf dem steht: Alola Fotoclub. Eröffnung in Kürze. Na denn, müssen wir wohl noch eine Kürze warten. Ein Herrschersticker. Nummer 7. So, die Malasada Bar. Da sollen wir wohl mal rein. Uns mal den Tani besuchen. Der ist da bestimmt schon drin. Der Mampf bestimmt schon längst in der Malasada Bar. Malasadas. Da gibt es ein Item, da muss ich hin. Ein Abra. Okay, das kann ich mir bestimmt nicht fangen, aber registriere es mal im Pokédex. Das Pokémon bin ich noch nie begegnet, genau so. Sie, ja, ist doch Ständer. Ich muss mal mein Pokémon-Team umsortieren. Flucht. Kann ich erst, die setzen doch sowieso nur Teleport ein. Mini-Pilz. Das hat sich doch gelohnt. Nicht. Noch ein Abra. Oh, ein Käufwaff. Das müssen wir doch glatt holen. Kaufen, das kaufe ich mir. Dich kaufe ich mir. Genau so. Nee, das ist nicht Pokémon Y. In Pokémon Y, da konnte ich es gebrauchen. Was, ich konnte nicht fliehen. Nein, nicht. Verdammt. Jetzt aber. Kann man das gebrauchen? Da kann man das schön stylen. Und stylt sein Pokémon. So, ja. Da gibt es so einen Laden dafür, da kann man dann sein Käufwaff stylen. Aber nur Käufwaffs. Der wartet doch hier bestimmt schon auf uns, oder? Nein, nicht. Gar nicht. Na dann. Und wir holen uns trotzdem mal Malasada. Willkommen in Malasada-Laden. Malasada-Laden, der Wiege des guten Geschmacks von Alola. Welchen Malasada darf ich dir anbieten? Es gibt ja nur einen. Ich nehme ihn mir. Auf Futtern. Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch frittierten Malasada drüber. Das kann ich gar nicht aussprechen. Das ist Malasada. Du fütterst ein Mauzi mit einem Zucker-Malasada. Mauzi knabbert zögerlich am Zucker-Malasada. Mauzi ist etwas zutraulicher geworden. Das soll doch so sein. Für unser Maskottchen. Zutraulich sein muss dann unser Maskottchen. Lea, die Unsterbliche. Na denn, weiter geht's. Auf der Himmelsleiter zur nächsten Quest hier. Aber ich muss erstmal ins Pokémon Center. Jetzt ja mein Team nicht. Nach dem Kampf. Nach dem Kampf war das natürlich geschwächt und jetzt müssen wir es erstmal ins Pokémon Center bringen hier. Zack, zack, zack. Da sind sie alle nochmal angezeigt hier und werden geheilt. Ein super Team bisher. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wie topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Ich müsste aber mal Offscreen-Training machen. Das mache ich auch bestimmt mal nach diesem Part. Nach diesen Parts. Ich nehme das so ein bisschen in Hauf auf. Bah. Na, du, da ist es jetzt 7 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen. Und einfach mal abschalten. Was kann ich dir bringen? Wie wäre es denn mit einem Kaffee? Den hätte ich gern. Eine Kumomilch. Hättest du also gern, das macht 198 Pokédollar. Ja, gib her. Trink ich auch gern. Eine gute Wahl, einen Augenblick bitte. Mir schon eingeschenkt. Danke fürs Warten, eine Kummermilch, ganz nach Bestellung. Beim Genuss einer Tasse Kummermilch macht sich nicht nur dein Gesicht, sondern auch deinem Herz schon bald ein Lächeln breit. Gibst du deinen Pokémon übrigens Spitznamen? Spitznamen können nur von einer Person geändert werden, die das Pokémon zuerst benannt hat. Tauscht man ein Pokémon mit einem Spitznamen, trägt es danach wie immer diesen Namen. Überleg ihn dir also gut.
Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Der Keks ist eine Spezialität aus Mahagonia City, in der Johto-Region. Das ist der Wutkeks. Den kennen wir doch, oder? In einem Let's Play gesehen. Und das ist für deine Pokémon. Mit den besten Empfehlungen. Pokébohnen erhalten. Ach, die Pokébohnen. Ja, da gab's auch eine Geschichte. In Pokémon-Sonne. Ein kleiner Rage-Quit von mir. Pokémon sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind verrückt nach Pokémon, genau. Für das du deine Pokémon bei einer Pokepause mit Pokébohnen werden sie zutraulicher. Bitte beehre uns bald wieder. Na denn. Wollen wir weiter, gehen wir. Zwergfee. Da schon Lilly. Die will was von uns. Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich so oft so hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal Kleidung alleine kaufen. Du bist da ganz anders. Die erste Prüfung der Inselmannschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselmannschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kaporiki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lilii gehört. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kaporiki begegnen würden, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Wahrscheinlich eher nicht. Also, das sind Beleber. Wenn du einen auf ein kampfunfähiges Pokémon wirfst, erholt es sich wieder. Genau, so macht man das. Man wirft Beleber auf kampflose Pokémon. Kampfunfähige Pokémon. Du hast 3 Exemplare des Items Beleber. Beleber wurde in einer Medizintasche verstaut. Ich nusche hier auch vor mich hin heute. Versprech mich dauernd. Zwergfee, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir fest den Daumen. Na denn, wenn du mir die Daumen drückst, dann wird das wohl klappen. Hier ist schon Haller. Hallo Zwergfee. Es ist mir endlich gelungen, Taurus zu beruhigen. Bändige natürlich auch. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Aber klar doch, ich ziehe ihm nochmal einen Schwanz. Würdest du Taurus bitte nochmal streicheln? Zwergfee. Vorderbeine berühren, Hörner berühren, Nase anstupsen. Geht's noch weiter oder was? Streicheln soll ich doch, oder? Hörner berühren. Tau! Reicht dir das schon, oder was? Sieh mal, wie sehr es sie freut. Vermutlich wird es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, wenn es gern selbst auf Inselmannschaft gehen möchte. Wie du möchtest Rang spielen? Na gut, der alte Haller aber wird nicht verlieren. Schließlich bin ich Inselkönig. Na denn. Spielen hier. Wir gehen mittlerweile auf Route 2. Ein bewachsener Weg. Na denn. Hier gibt es ein paar Trainer. Willst du kämpfen? Nein, du willst nicht kämpfen. Sieh dich vor, wenn das hohe Gras auf Route 2 hier raschelt. Das ist bestimmt ein wildes Pokémon. Das es auf unbedarfte Trainer abgesehen hat. Das Gute daran ist aber, dass diese Pokémon oft Items fallen lassen, wenn man sie besiegt. Na denn, rein da. Den Trainer sehe ich schon. Den müssen wir gleich besiegen. Aber erstmal ab ins hohe Gras. Fangen wir uns das Pokémon. Oder kämpfen zumindest gegen es. Fangen müssen wir es nicht. Rettern. Das muss nicht unbedingt fangen, aber ich will es besiegen. Komm. Hauen wir rein. Sprechen wir uns schon mal für den Kampf, der gleich kommt. Genau. Genau so macht man das. So, Level 10. Da darf mal
der Ben sich dran probieren, den brauchen wir auch nicht so unbedingt im Kampf gegen die Trainerin. Also, ja, Level 8 gegen Level 10. Darf mal reinhauen. Gib dein Bestes, Ben. Du sollst dich auch entwickeln. Du sollst auch trainierenswerden. So. Hau rein. Ja, Silberblick. Ja. Was soll ich dazu sagen? Verfolgung. Attacke. Ich weiß, das könnte eventuell ein CH-Kampf sein, aber komm schon. Ein bisschen Training kann nicht schaden hier. Vor allem mit so, ja, ein Item fallen lassen. Also lohnt es sich doppelt. Wicke ist jetzt natürlich keine so humane Attacke. Ist ziemlich nervig. Und schlecht. Wenn die schadet doppelt und dreifach hier. Immer hintereinander hier. Alter. Schon ist richtig asozial hier. Na komm, Verfolgung. Verfolge das Rettern. Und fange es dir. Dann gibt es Schlange zum Abbrot. Schneestarschlange. Oder auch ein Ben zum Armbrot für das Rettern. Ja. So viel dazu. Wer ist denn mit Lea? Die hat doch auch noch ein schwaches Level. Ein geringes Level. Da kann die sich mal hier im Kampf austoben. Mit Mogelhieb. Das hat sie doch gelernt. Zack, darfst du mal testen hier. Rettern wurde besiegt. Und Level 10 für die Lea. Jetzt ist ja aber noch Giftstich gefunden. Okay. Nice. Können wir bestimmt irgendwann gebrauchen. Ja, der Ben ist noch Level 8. Na egal. Auf geht's in den Kampf. Die will was von uns. Die will mit uns kämpfen. Na, auf Inselmannerschaft. Dann besteht deine nächste Prüfung darin, mich in allen meiner Schönheit zu besiegen. Mach ich. Schönheit Charlize fordert dich heraus. Oh, Chance-Lise. Ja. Und woher kenne ich das? Oh, den hatten wir doch schon mal im Team. Den hier. Den kleinen, wie heißt der? Norm. Wommel. Wommel, Normel natürlich. Ja. Ja, den werden wir also diesmal nicht mit ins Team nehmen. Nein, muss nicht unbedingt sein. Kleine Biene. Zack. Okay, die buddelnde Biene. Und nochmal Schnabel, da haben wir es. Sieht so aus. Sieht zumindest nicht schwer aus, dieser Kampf. Scheint nicht schwer zu sein. Okay, ein bisschen heilen kann sie sich selbst. Die Wommel. Na, komm. Nicht der Rede wert, dieser Kampf hier. Nur ein Pokémon. Und das ein Wommel. Kriegen wir doch hin hier. Gebacken haben wir es. Schnabel. Zack, und da war es ums Wommel geschehen. Ein paar Erfahrungspunkte und Charlie wurde besiegt. Charlie, ja, ich nenne sie jetzt Charlie. Wir werden sie eh nie wieder sehen. Die See. Und Charlie See. Ja, genau so. Irgendwie, so heißt sie. Ein kleines Kitty, das mit uns kämpfen will. Oha. Noch mehr Trainer. Willst du auch gegen uns kämpfen? Nein, kämpfen. Genau. Hier. Hau Holy Friedhof. Oha. Sind wir falsch abgebogen hier. Auf den Friedhof gekommen. Paraheil.